Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to 3. Wieso machst du das so dumm? Ja, Jasmin ist ja letztes Mal rausgeflogen aus der Runde. Und schon 10 Abonnenten weniger. Da hat irgendwie nicht funktioniert. Wieso? Weißt du, komisch rede. Ja. Da hat ja irgendwie nicht funktioniert. Wir haben ja noch eine Überraschung für Jasmin. Ja. Voll. So, wir gehen jetzt erstmal zu Jasmin, die will zum Händler und dann machen, oh, ich dachte, ich falle runter. Machen wir auch noch mal eine Quest. Nein. Nämlich das. Nein. Scheiße, ich bin voll, das geht das nicht. Jasmin, ich brauche noch einen kleinen Moment, ja? Naja. Ich glaube, hier wurde geschrien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher. Yep, yep. Ich höre schon die Crowd. Ah, da sind sie. Für die Fans. Oh. Du bist aber schneller, wa? Typisch blond, kommt da nie hoch. Nein, ist ja auch ein brünetter Typ dabei, ne? Also das System einer Treppe ist ein bisschen, so viel verlangt für Leute ohne Gehirn. Gehirn? Du Gehirn. Hast auch kein Gehirn, weil Gehirn wird nicht so geschrieben, wie du es redest. Mit Ü, ne? Gehirn? Hm. Wegen, Alter. Gehirn. Wer sagt ein Gehirn? Da gibt doch auch den Gehirngang. Ist das nicht, wo deine Synapsen durchlaufen? Synapsis. Genau, halt dich mal fest, dass du nicht runterfällst, ne? Der doof. Das ist ein bisschen unpraktisch, man sieht halt echt nicht... Ah, da kommt er ja. Da kam er ja. So, den haben wir weg. Dann können wir gleich mal Jasmin besuchen gehen. Bist du denn schon beim alten Reck? Ja. Oh, warte. Ich hätte ja noch Sachen zum Verkaufen mitnehmen können, habe ich aber nicht. Die müssen wir sowieso erst reparieren, aufwerten, aber irgendwie schleift das bei uns. So. Ah ne, ich muss ja hier rüber. Oh, über den ganzen Parkplatz, du. Weißt du, was ich an so einer Zombie-Apokalypse mega nice finde? Nee. Parkplätze sind immer die besten frei. Immer. Du musst dich nie aufregen, dass da einer blöd geparkt hat. Mhm. Wenn du einkaufen gehst, weißt du? Sonst noch irgendwelche Probleme, Alter. Ja, wenn ich da meine Inline-Skates auf dem Parkplatz abstellen will und da steht aber ein Auto drauf, dann ist es zum Kotzen. Und wenn ich da zuerst parke, fahren die einfach rüber. Dann komme ich an meine Schuhe nicht mehr ran. So, ich bin schon auf dem Weg. Siehst du ja höchstwahrscheinlich an der Entfernung, weil wir ja Freunde sind. So. Was war das? Oder nicht. So, jetzt sind wir Freunde. Begib dich zum Sammelpunkt. 260 Meter entfernt. Wollen wir uns gleich am Sammelpunkt treffen? Mhm. Mhm. Hat du ja gesagt? Auf dem Weg. Du bist schon auf dem Weg? Na, ich bin gleich da schon. Ja, ja, schön, dass du gesagt hast, wir treffen uns am Händler, weißt du? Ja. Hätte ich aber lange auf dich warten können hier. Hast du hier gebuddelt? Oh. Jasmin? Hast du hier auf der Fahrbahn gebuddelt? Nee. Bist du dir sicher? Ich habe auf der Fahrbahn nicht gebuddelt. Du willst mir jetzt erzählen, die Schlaglöcher sind hier alleine reingekommen. Ich habe da nicht gebuddelt. Na, können wir das alles neu asphaltieren? Oh Gott, ich dachte gerade, wer ist das denn, ey? Oh, ich hab den Baum wieder in deine Richtung geschubst. Alter, bin ich krass.
ich komme hier nicht durch, Jasmin. Das ist ein Zaun. Die sind nicht dafür gedacht, dass man rüberspringt, weißt du? Mhm. Ist aber wieder fix unterwegs hier. Geh ganz normal. Ist das hier, die Wiese mit dem Schwein gewesen? Nee, ne? Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall das Ausrufezeichen. Du hast aber auch keine Geduld zum Gucken. Let's go. Danke, Jasmin. Hä? Achso, du bist da reingegangen. Das weiß ich noch nicht. Ich denke so, ah cool, der Wasserspender ist wieder nachgespawnt. Gehst du gleich mal rausholen, bevor sie die Quest startet. Auf einmal bin ich hier eingesperrt. Wusste ich nicht, dass du reingegangen bist, ne? Ja. Ich halte dir auch nicht vor, dass das Absicht war. Irgendwie habe ich das Gefühl, du wolltest mich loswerden. Hm. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Hier geht's runter, ey. Scheißplan. Hier geht's runter. Ja, Ladies first. Ich bin ein wahrer Gentleman. Ich gehe oben lang. Okay, ich auch. Komme später wahrscheinlich wieder rein. Was müssen wir hier machen? Mitnehmen. Das Gebiet. Kann ich auch nicht mitnehmen. Gut, er nimmt auch nicht mit. Alles klar. Hä? Die Frage ist, wie weit zählt denn das Gebiet? Weiß ich nicht. Nicht, dass ich jetzt hier rausfliege. Ja. Ich glaub. Scheiße, ich kann nichts mehr mitnehmen, ey. Oh. Lalalala. Bin voll. Ach, Jasmin. Voll geladen. Ach so. Hier ist ein Rucksack. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, ist kein Problem. Eine Blaubeere nicht. Ich hab Blaubeeren. Ja, hier im Rucksack. Was machen... Achso, Blaubeerkuchen, ne? Hier nicht noch... Ach nee, den haben wir schon... Hab ich den? Oh, Jasmin, da geht's aber richtig ab bei dir. Nö, nur zwei. Ja, die anderen sind hier oben. Wo denn? Ah, verdammt. Ich glaube, auf jeder Etage ist einer. Ich komm da gar nicht hoch. Ah doch, hier ist ein Tor. Ah, gehe ich jetzt runter? Ist ein bisschen risky, ne? Ich glaube, ich mache das wie Jasmin. Was denn? Ey, die wollen ja da unten Ach raus. Doch. Ich dachte, wir gehen hoch. Du bist das. Ja, ich gebe dir Rückendeckung. Habe ich noch was zu essen? Oh nein. Ich habe einen Bauch voll. Bitte kein Stress jetzt. Oh. So, ich bin unterwegs. Nichts mehr mitnehmen, gar nichts. Ey. Hier waren wir noch nie oben. Nee. Ey, du kannst jetzt hier, genau, da lang gehen. Jasmin eskaliert hier richtig. Direkt hier, Headshot, bam. Ja. Nicht lang fackeln, ey, Headshot. Au, oh, du kannst in jedes der Silos rein. Warte, dann fange ich vorne an. Oh nein. Ja, da gehe ich doch nicht rein. Bist du lebensmüde oder was? Ja, ich würde da auch nicht reingehen. Viel zu gefährlich. Aber ich will mal reingucken, was unten ist. Hier kann man auch runter. Ja, da kommst du nur wieder nach unten übers Treppenhaus. Ja. Ja, hier ist eine Leiter. Nimmst die Leiter, kommst du weiter. Aber hier ist nix. Was ist das für ein Boden hier? Lehm und Bruchsand. Also wenn wir Bruchsand haben wollen, können wir die Silos leer machen, aber dann kommen wir die Leiter nicht mehr hoch.
muss ja irgendwo ein Silo sein, wo ein bisschen Loot drin ist, oder? Oder der ist natürlich im Keller, das kann auch sein. Ja, andere Seite auch noch auf dem Dach. Hier ist eine dicke Kiste und ich meine nicht Jasmins Hintern. Ah! Jo, oh. Geil! Ich hab mir das Bein gebrochen. Oh! Soll ich dir mal was sagen? Hm. 150.762er Munition, 123.9mm Munition, 94 Magnum, 42 Schießpulver, Schockstabteile, nochmal 52.762er Munition, 13 Schrotflinten und 21 Armbrustbolzen. Was willst du jetzt von mir? Du wolltest hier nicht reingucken. Jasmin, bitte. Oh. Ich werde da auch immer noch nicht reingucken. Wieso ist er nicht gestorben? Ich habe die Ecke mit dem Hauptloot gefunden. Bin ich mir ziemlich sicher. Weg. Einer kommt jetzt hinter dir quasi wieder das Treppenhaus hoch. Ja, wie so hinter da. Oder auch nicht. Eieiei. Er chillt eine Runde. Also typisch Handwerker, weißt du? Hier eine Bohle rüberlegen und dann schön im Freien die Sonne genießen. Schöne Wetter. Stimmt. Hochlaufen lassen müssen. Warte mal, da brauche ich noch eine Knarre für. Ja, ist ein Grüner. Oh ja. Könnt ihr, ne? Oh oh. Oh oh. Und einer mit gelben Augen. Und ich musste natürlich gerade nachladen. Schaffst du's? Sicher. Ja, ja. Okay. Mistkröten. Die hast du nicht erschossen, weil neuer Raumabschnitt, oder? Ja, hier hinten warst du definitiv noch nicht. War noch nicht weiter. Ich habe eine Idee. Komm ich da ran? Also, oh, oh. Hallo, Freunde! Okay, ja, alle haben orange Augen. Wo bist du denn überhaupt? Ich glaube, die kommen aber schnell durch die Tür. Gar nicht, wo du bist. Auf den Silos. Da, wo ich gesagt habe, hier kann man reingehen. Immer noch ganz oben. Draußen. Wie er sich an dem Rohr klammert. Typisch Höhenangst, ne? Das macht man sich ja nicht drüber lustig, aber wenn Zombie Höhenangst hat, finde ich das witzig. Noch einer drin oder was? Ich habe irgendwas betätigt, Jasmin. Mich denn da rein? Zu Fuß. Ach, ich habe alle Luken aufgemacht. Wow. Ich gehe nicht in die Silos, deswegen habe ich 75 Geschossspitzen. Bin für dich. Ich glaube, ich kriege demnächst Probleme mit meinen Taschen. Ey, hätte ich gewusst, dass hier, dass hier so guter Loot drin ist. Ich wäre schon viel früher hier reingegangen. Aber ich dachte, so ein Silo, was soll das schon sein? Du denkst immer nur falsch. Ja, ich kann nicht richtig denken. Ja. Gedanken verwirrt sie sind. Was war denn das? Wow, Todesfalle. Warte mal, ich muss mal einmal rumgehen hier. So, ich inspiziere jetzt mal die Silos auf der anderen. Oh, hier ist noch ein Brett, hier geht's noch weiter. Ist noch einer irgendwo drinne. Ah, zeig den mir auf jeden Fall an hier. Da drin? Hä? Da war ich doch eben. Ich würde sagen, ich gehe die Silos erstmal rückwärts wieder durch. Dann gehen wir nach hier vorne und gehen da unten weiter und gucken, wo wir hinkommen. So. Regnet's auch noch. Hier ist nichts drinne, Jasmin. Hey, ich war doch da eben drinne bei... Da ist doch nichts mehr hier. Ist auch nichts drinne. Raff ich nicht. Okay, die andere Seite der Silos war komplett leer. Na gut, dann kann ich ja meinen ursprünglichen Plan fortsetzen und hier lang gucken, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben eine Leiter.
Und die bringt uns in den LKW. Jetzt hier noch sein. Ist das jetzt hier der Top Secret Zugang, auf den wir gewartet haben? Hier sind nix. Wow. Ach, ich weiß jetzt, wie man da durch hätte kommen können. Na egal. Oh, ich habe mal ein bisschen Lehm mitgenommen, ne? Hm. Dafür bin ich hergekommen. Geheimes Fach irgendwo? Nee, auch nicht. Oh, oh. Ja, ich brauche einen Moment. Ich helfe dir gleich, deswegen. Dein tollkühner Retter naht. Ja, aber wenn du mal okay, die ist lang. Da sind die ja. Scheiße, aua. Alter, ich muss nachladen. Wo bist du denn? Scheiße. Kacke, Mann. Und, kommst du klar? Boah. Warst du schon hier unten im Keller? Oder wo geht's hier hin? Ah. Hier ist nix. Hier können wir. Sind die gerade rausgekommen? Das waren die letzten. Wir müssen jetzt zum Händler. Hier geht aber noch ein Weg lang. Ja, ich weiß. Ich gehe trotzdem zum Händler jetzt. Okay, ich bleib noch kurz hier. Ich habe ein gebrochenes Bein und so. Ich muss hier investigativ erforschen. Ja, ja. Geh mal. Oh, ich muss mal hier einmal kurz. Das ist ja hier gar nichts für dich. Hm. Ich glaube, ich komme gleich an diesem Loch, wo ich gesagt habe, Ladies, ja. Ich bin eigentlich nur bei Ladies First rausgekommen. Mehr war hier nicht los. Können wir halt noch Lehm mitnehmen. Hier ist noch ein Kasten. Habe ich denn noch Platz? Nö. Leider nein, leider gar nicht. Das ist AK-47 Maschinengewehr gut. Habe ich auch, ja. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das AK-47 Sturmgewehr verklemmt nie. Das AK-47 Sturmgewehr verzieht nie. Damit kannst du durch einen Sumpf kriechen und trotzdem ist es voll funktionsfähig. Ist der Beton? Achso, ich habe hier eh keinen Platz. Da war ja was. Außer... Wir können ja ein bisschen Platz schaffen, ne? Oder umgekehrt. Macht mehr Sinn. So. Hast du schon wieder eine Quest angenommen? Ja. Ich hab eine zurückgebracht und eine neue genommen. Warum? Ja, nur so. Ich komme jetzt auch zum Händler. Ups, ich bin gegen meine Maus gekommen. Entschuldigung, Maus. Wrecked Feeds. Was hast du bekommen von dem guten... die ist ja immer noch im Tresen. What's your... Congratulations. Aber ich kann mir auch was aussuchen. No refunds, deal's done. Now beat it, fucker. You need to Alter, ist ja schon abends. Sollten gleich mal zurück. Kann ich das direkt? Nein, kann ich nicht. War ja klar. So. Einmal dein Inventar, Judermann. So, das, das. Ah, scheiße. Hm, egal. Schockstabteile benutze ich eh nicht. Blei? Juh, da hast du ein Tools Digest für mich. Natürlich nicht. Er hat nie meine Bücher. Nie. Was haben wir denn sonst noch für 2000 Münzen? Munition könnten wir kaufen. Fortgeschrittener Blasebein. Hier,
Hier, guck mal. Oh, you ja. want a guarantee, ja. huh? Well, da. Maybe you should try Shamway. Merci, sehr gnädig. so. Der Blasebalg ist für die Schmiede, damit schneller geht, ne? Hm. Oh, wo war denn der? Schmelzgeschwindigkeit 50%. Ja, gut. Hm. Wie geht das nicht? Kostet 1,5. Wir hätten sonst noch zur Auswahl den... Nix so tolles jetzt, ne? Also was ich jetzt... Trinkwasserbehälter? Achso, ist nur Deko. Nee, hier habe ich nicht gebuddelt. Hier mal 4 Truck-Zubehör. Ah, 27.000. Okay. Schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Hm, sowieso. Was hast du gesagt? Hab ich vergessen. So, gut, dann können wir den nicht nehmen. Ich nehme mal den Blasebalg mit. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Wir wollen auch noch eine Aufgabe. Stufe 4. Abholen, säubern, beseitigen. Abholen, säubern ist am dichtesten. Wollen wir... Jasmin? Hm. Ich bin voll. Ich muss erstmal die Taschen leer machen. Genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wollen wir einmal nach Hause gehen, uns vorm Kamin die Füße hochlegen und dann wieder losziehen? Nee, ich gehe nachts nicht los. Kannst du das alleine machen? Ach ja, da war ja was. Nee. Nachts losgehen, böse Idee. Ich verbrauche einen Haufen Munition und die brauche ich. Ja, eben. Da muss ich dir leider recht geben. Ich muss nochmal zurück. Ist eigentlich schon die neue Zeitung draußen? Daily Papers. Hier haben wir nochmal Gefechte der Stadt. Oh, die neue Tool Digits ist draußen da. Wie viele brauche ich noch? Weißt du das aus dem Stegreif? Nein. Alter, dein Baum wächst hier durch mein ganzes Haus. Was? 7 Bücher brauche ich noch. Für den Erdbohrer. Also 7-mal Tool Digits. Oh, das ist dieser verdammte Baumarkt. So, einmal die Taschen entleeren. Die Last ist schwer, die ich auf meinen Schultern trage, Jasmin. Mhm. Die Last ist schwer. Mhm. Du, wenn wir schnell genug wegpacken, können wir sogar meine Quest noch machen. Das gleich um die Ecke. Ja, viel Spaß. Ich nicht. Hm. Mit so viel Gegenwind hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich gehe immer drauf, verschwende hier meinen ganzen Kram und nee. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Nee, ist es nicht. Das ist es nicht wert. Richtig melodramatisch. Ja, ist auch so. Ich habe Eisen drin, nicht? Alter, dein ganzer Baum hängt hier in meiner Bude. Was? Wie kann das passieren? Habe ich den so ungünstig gepflanzt? Nee. 438, 78. 578 Bruchsand. Richtig? Dann nehmen wir nochmal die Hälfte für einschmelzen. So. Und machen bei der Gelegenheit nochmal Zement.
Genau, Zement benötigt nur Stein, das ist gleich durch, das können wir dann hinräumen. So, warte mal, wenn wir schon mal hier sind, ne? Was sollen wir denn warten? Ja, warte doch mal, das siehst du gleich. So, und was sagst du? Ist besser. Ich habe auch noch Messing für dich. Soll ich Messing? Messing. Möchtest du Messing in deinem Schmelzofen haben? Musst du alles einschmelzen. Okay, dann tue ich das mal. Ja, sacre bleu. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist ja alles grün hier oben. Da ist irgendwo einer. Ob der Baum jetzt brennt, wenn ich die Schmelze anhabe? Hallo. Ja, irgendwo ich weiß. Hast du einen mitgeschleppt? Nein. Doch. Ich habe niemanden eingeladen. Du hast den mitgenommen. Nein. Oh. Ich brenne oder Baum brennt? Hab ich jetzt... Brennt der Baum? Du brennst, Alter. Wo ist denn hier dieses Vieh? Wo ist er denn? Hier. Oh. Guck mal im Dickicht. Ah, da geht er noch die Leiter hoch, na, die Treppe. Das ich Podest sehe hier gar der Schande. Schande. Ding, da, ding. Okay, ich gehe wieder zurück, weil ich sehe hier nichts. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Wo Kannst bist du mal denn? Deine Bäume aus meinem Gitter nehmen? Was? Welche Bäume? Ey, ja, ich konnte gerade gar nichts sehen. Ich hatte Angst, dass ich runterfalle. hier ist doch alles zu. Hast du doch zugemacht, oder? Nee. Alter, hier ist ja alles voller Baum. Ja, Mann, klar, hier ist zu. Lass doch mal die Tür hier zu, Mann. Besuch? Ja, weil du ständig die Tür hier auflässt, ey. Clarissa? Clarissa! Oh Mann, ihr Vater wird so sauer auf mich sein. Das war ein Versehen. Jetzt mach die Tür doch wieder zu. Jawohl, Mann. Alter, hier alles voller Baum. Alles voller Baum. Lach nicht, ey. Wie ist denn das nur passiert? Ich war das nicht. Hast du vielleicht Bäume zu dicht an deiner Hauswand gepflanzt? Ich war das nicht, das warst du. Was? Das finde ich jetzt aber ein bisschen fies, da einfach so eine Behauptung in den Raum zu stellen, die du nicht belegen kannst. Ich habe gar nichts gepflanzt. Doch, weil ich es ja nicht war, also musst du es ja gewesen sein. Kann ja auch irgendwer anders gewesen sein, warum muss ich das immer gewesen sein? Zum Beispiel wer? Clarissa. Aha. Ja, und weil ich sauer auf sie war, habe ich sie jetzt erschossen. So, alles nur wegen dir. Oder für dich. Ich packe in die Händlerkiste nochmal ein Buch rein. Da kannst du ja mal bitte gucken, ob du das schon gelernt hast. Mhm. Und ich habe meinen Samen in deine Kiste gesetzt, ne? Ja. Ja. La 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 la. Jetzt noch mein Döschen in deine Box. Hä? Der kann doch auf 100 stacken. Wieso muss ich denn was loswerden, um das einzukaufen? Achso, wegen der Jetons. Was wollte ich eben an dieser Kiste? Kann ja nicht so wichtig gewesen sein, ne, Jasmin? Mhm. Das brauche ich. So. Dann hat jeder ein bisschen.
Was kosten uns denn 4 Wasser? 2 Minuten. Oh, 23. Oh, ist in Ordnung. So, haben wir das weg. Jetzt noch einmal. Zack und. Zack. Und Gammelfleisch, aber das brauche ich gleich. Ich brauche da auch nicht Rad dafür, warte mal. Dann brauchen wir noch. So. Habe ich eigentlich die Wand unten, die Mauer, das eigentlich alles mit Beton schon gemacht? Ach ja. Ja, das ich? Weiß ich. Also von innen ist ja sowieso Beton, oder nicht? Nein, ich meinte hier die Mauer von außen. Da kannst du nicht durchgehen, ey. Warte doch, ich gehe hier durch. Jasmin, ihr komischer Schrebergarten hier vorne. Kannst du mal die Bäume fällen, Alter? Alter Falter. Was stört dich denn an den Bäumen? Die spenden uns Sauerstoff, Jasmin, und pumpen CO2. Also viel aushalten können die Bäume nicht, ne? 2 Schläge und weg. Das wäre so typisch für eine Kiefer. Mit einer Eiche hättest du das Problem nicht. So. Da ist ein Huhn, haha, 1, lustig. 2. 3. Ja. Vorsicht, ich muss hier einmal durch. Scheiße. Hast du Besuch erwartet? Sie hat schon geschrien. Ja, ich komme gleich. Ich sehe die nicht mal. Oder? Reingekommen. So. Ich eile zur Hilfe, Jasmin. Viele Grüne. Ja, ich kann die überhaupt nicht ab. Warte. Ihr werdet Zerhackschnitzel. Kommen die Klicker bei dir aufs Dach? Ja. Scheiße. Ja, voll lustig, wenn der mich tötet. Richtig lustig. Ich lach mich kaputt. Mensch, hör auf rumzuheulen, du alte Mimose. Ja, ist ja voll lustig, wenn der mich kaputt klappt. Ey, wieso gehst du denn hier oben hin? Ja, lass mich doch wieder unten hin. Ich wollte meine Knarre nur heile machen. Okay. Alter, eine grüne Schreierin, das ist ja mies. Und die dritte. Hast du meine Klingfalle an? Ja.
noch? Ja. Oh, meine Pistole ist kaputt. Ja, das Problem hat sie auch gerade. Und dann kam dieser komische Springer, ey. Sehr ätzend, wenn der hier hochkommt. Naja, ist halt ein offener Balkon, ne? Ah, muss ich den auch noch zumachen, oder? Alles voller Gitter hier.